ist ein künstlerisches Projekt, in dem ich die Schneiderei als künstlerisches Medium verwende. Die Idee begleitet mich jetzt schon seit einigen Jahren, seit 2010, wo ich meine Nähmaschine in den Koffer gepackt habe und damit in verschiedene Städte gefahren bin. Zurückgekommen nach Südtirol habe ich mir gedacht, wieso mache ich das Projekt nicht auch in meiner eigenen Region? Ich habe meine Nähmaschine auf ein Lastenfahrrad gepackt und mich damit auf den Weg gemacht durch Südtirol. Und jetzt, quasi in der dritten Reihe dieser mobilen Schneiderei, geht es auch wieder darum, in Südtirol unterwegs zu sein. Aber mich begleiten nun andere Schneider, andere Menschen, die im Textilbereich arbeiten. Und ich versuche, über das Projekt eine Bühne zu schaffen. Es ist dadurch möglich, sich auf einer anderen Ebene zu begegnen und so jemanden über das gemeinsame Tun kennenzulernen. Bogo vuol dire l'argilla, l'han fatto d'argilla. Nella famiglia ho un zio che faceva già questa tecnica. Bogolan. Tutto viene dal Mali. Ok, thank you. Dal cotone fino ai colori, tutti è 100% naturale. Mi affascina portando io stesso, ma anche fare per altri. È bello per me di sempre scambiare un modo all'altro, una tecnica all'altro, capire se si può provare anche pigmenti con anche canapa e così. Questa è canapa? L'altra volta, l'ultimo abbiamo provato un po'. Sì. Bella la canapa. Però. Vedi, qua ho colorato, ma è anche molto più resistente. Resiste, certo. Sì. Faccio questo più artigianale, ma faccio anche l'arte, dipingo con pigmenti. Ah, fai quadri? Quadri. Sì, sì, sì. Ah. E quindi avevo qualche progetto. Sei già tanto in Italia o? Sì, da tanto. Nove anni. 9 anni? Ah, sì, non ho mai visto a San Candido. Ah, San Candido. Tu vuoi rimanere, ma il winter è così caldo in Innichen. Ja? Viel furchtbar kalt in Innichen. Jawohl. Mit was? Mit Bambole? Das ist gut, nein, das deckst nein, du zu. Oh, Schall, oh, uscire, ho imparato nel mio paese perché mi piacere per fare questo lavoro. Sì. Ho studiato con un fratello, con mio papà, mi ha insegnato questo lavoro. Prendo questo. Okay. Da dove viene? Dal Gambia. In Africa? Sì. Sud o no? West. West Africa. Sì, sto lavorando qua in Italia, qua in Vipiteno.
Io sono bipedo 3 anni. Piace qui in Sud. Cos'è? In Alto Adige. In Alto Adige, sì. Sì, molto. Mi piace Alto Adige, sì. Che la gente è molto bellissima, sai? Ho fatto tanti qua progetti, ma quella la gente, quella che io ho visto, tutti bravi, no, sai? Mi fa contento per questo. Sì. Questa è una pianta che devo cucinarla e diventa così, come colore, e fissatore anche. E questo è il tessuto bianco che Maria mi ha dato. Per farla bisogna 3-4 volte. Questo è già la ocra, tutto naturale, non ho mescolato con niente, questa pianta e l'acqua. Ich bewirtschafte mit meiner Familie im Ulten Hefel und unter anderem seit ein paar Jahren bauen wir ein Hanf um. Das hat jetzt 2 Pedale. Das heißt, dann macht man noch im Boden. Eben auch jetzt gerade toll wurde die Begegnung mit dem Adama, weil wir eigentlich tausende von Kilometern auseinander sind, so Mali und Südtirol. Auf der ganzen Welt ist überall das Gleiche. Nicht? Wir sind zwar weiter weg, aber im Grunde genommen echt wieder ganz klein, weil wir eigentlich das Ergebnis, sein Stoff und mein Stoff, ist kein Unterschied. Ma molto interessante oggi di vedere cotone e lana e canapa insieme, no? Il filo che non fa. Non c'è più confine. Sì, infatti, no. Dal Mali subito qui. Also die Idee wäre, dass daraus Bahnen entstehen. Also so übers Projekt, mit die Leute alle mal mitweben und dass dann eine ganze Decke daraus wird. Also mal schauen. Und das steht dann ganz am Ende aus, oder? Das ist dann quasi genau, die Schlussgeschichte. Genau. Ich habe mit Hanf angefangen, einmal durch die Schwimmbacherfrau, die ist eine bekannte Kräuterfrau, die was man das mit Schaufeln gelernt hat. Jetzt sieht man, jetzt ist die Faser schon recht gesäubert. Das Schöne von Hanf ist, dass man alles daraus machen kann. Man kann Lebensmittel machen, Bekleidung und Baumaterial. Ich war krank gewesen, wo wir als Therapie haben Webstühle. Also einmal wegen Kopftherapie, weil man die Bewegung wieder erlernen soll. Und das hat mich fasziniert. Ich sage, durch eine Arbeit wird man ruhiger, wird man kräftiger und es befreit einfach. Gut. Fantastisch.
Einmal da so Pantoffeln, die wir machen, also um das einmal vom Schuh her, ums unterwegs sein, aber auch ums Umkommen gehen, daheim sein. Mhm. Dann sind wir da gerade dabei, so einen Rucksack, eine Tasche zu machen. Mi interessa tanto il cucito, mi interessa cosa viene fuori da una stoffa e ho iniziato questo lavoro da quando ho perso le gambe. Tento di parlare in portoghese contigo. Non me lembro molto. Sta chiusa dentro di quelle quattro pareti in una sala intensiva era per me essere una prigione. E così ho chiesto per portare la mia macchina di cucire lì. Oggi faccio delle bambole, vado nel mercadino di Natale con le mie cose. Ogni pupazzo che faccio, guardo la mano, do un bacio e dico brava, sei fantastica. Ehi! Adesso l'ho trovata questa così, Così. La mia prossima borsa. Ich war jetzt den Sommer über mit der mobilen Schneiderei unterwegs an verschiedenen Orten in Zusammenarbeit mit ganz verschiedenen Menschen, sei es die, die mich begleitet haben, wie die, die auch am Projekt teilgenommen haben. Und so war eigentlich jede Station für sich ein in sich geschlossenes Kleinprojekt. Das Schöne ist, dass über das handwerkliche Tun, über das Arbeiten mit den Stoffen ganz eine andere Art der Kommunikation möglich ist, die vielleicht nicht so die direkte ist, wo man sagt, wer bist du, woher kommst du, was machst du, sondern man tauscht sich darüber aus, was man gerade in diesem Moment macht, kann so in einem weiteren Schritt auch die Person, mit der man zusammenarbeitet, persönlicher kennenlernen.